Hamburg ist eine der reichsten Städte Deutschlands. Hier leben die meisten Einkommensmillionäre. Was heißt es, in einer Stadt wie Hamburg arm zu sein? Armut bedeutet eine Unterversorgung an materiellen Gütern und Dienstleistungen, gemessen am Wohlstand der Gesellschaft. Aus der Armut resultiert ein Zustand gravierender sozialer Benachteiligung. Nach den Kriterien der EU ist derjenige arm, der weniger als 60% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat. Dieses betrug 2009 nach dem Statistischen Bundesamt 3.141 Euro brutto. Wer als Alleinstehender 1.880 brutto, das sind 1.270 Euro netto, verdient, gilt schon als arm. Mit wesentlich weniger muss ein Hartz-IV-Empfänger auskommen und liegt damit weit unter der Armutsgrenze. Ist das gerecht? Ermöglicht das überhaupt noch ein menschenwürdiges Leben? Das ist Jürgen, 49 Jahre alt. 20 Jahre lang war er leitender Angestellter. Dann wurde er durch Umstrukturierungsmaßnahmen entlassen. Er ist seit 3 Jahren arbeitslos. Seine finanziellen Rücklagen sind aufgebraucht. Jürgen muss ab sofort von Hartz IV leben. Und jetzt wird es eng für Jürgen. Den kaufe ich mir. Aber Jürgen, wovon denn? Du bist arm. Du kannst dir höchstens eine Monatskarte leisten. Oder du fährst mit dem Fahrrad. Früher war das vielleicht so, dass ich 10, 20 um eine Stelle beworben habe. Heute sind das 50, 100 oder mehrere hundert. Und da ist es wie ein Lotteriespiel. Kostet mich schon Überwindung, weil oft ist es so, dass der Chor hinterher zusammen essen geht noch oder eben was trinken geht. Und ich klinke mich eben ganz oft aus. Ich würde auch gerne wieder arbeiten. Also das ist kein schöner Zustand, wenn man zu Hause ist und kein Geld hat und überhaupt und nicht mehr am aktiven Leben teilnimmt und am Arbeitsprozess. Also das ist nicht gerade so wünschenswert. Oh, Gertrud heiratet. Scheiße, ich habe ja gar kein Geld für ein Hochzeitsgeschenk. Da kann ich ja gar nicht hingehen. Hallo Jürgen, wie geht's dir? Hallo Peter, ja, du weißt ja, wie es so ist. Ne? Kommst du mit zum Fußball? Wir waren zum Fußball. Ja, gerne. Aber... Kostet 35 Euro. Oh, das ist mir zu teuer. Das ich habe schon kein Geld. Ich wünsche dir aber trotzdem viel Vergnügen. Okay, ich muss los. Okay, tschüss. Tschüss. Ich habe einen Brief von der AGE bekommen. Meine Wohnung ist zu teuer. Meine Wohnung darf höchstens 277 Euro Kaltmiete betragen. Wo finde ich in Hamburg eine Wohnung für diesen Preis? Schönen guten Tag, darf ich Sie ansprechen? Ja. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Helena. Sehr erfreut, ein schöner Name. Mein Name ist Jürgen. Hallo, ja, hallo Jürgen. Was machen Sie denn beruflich? Ich war 20 Jahre leitender Angestellter in einer großen Firma. Sehr interessant. Oh, Chef. Mhm. Und was machen Sie jetzt? Und jetzt bin ich Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Darf ich Ihre Telefonnummer haben? Also wissen Sie, ich muss los. Es ist schon sehr spät. Telefonbücher gibt's auch. Ja, okay, tschüss, ne? Ja, ich schaffe mir meinen Beruf selber. Das ist ein längerer Weg, das geht auch nicht von heute auf morgen. Man muss aber dran glauben, das ist sowieso ganz wichtig, den Glauben an sich selbst nie verlieren. Wenn man sich bewirbt, aus einem gewissen Raster hinaus fällt, ab 40 mehrere Jahre arbeitslos gewesen, dann ist man schon mal gleich außen vor. Auch wenn man jetzt wieder was Neues gemacht hat oder früher gute Qualifikationen hatte, das nützt mir nicht, wenig. Ja. Wie gesagt, also es ist ja durch der Hartz IV ist ja abgeschafft, das Kleidergeld und sowas, das wird dir immer auf der Arge gesagt, das müssen sie sich ansparen. Das hat alles, ist alles privat. Ach du Elend, jetzt ist meine Jeans auch kaputt. 90 Euro im Eimer. Denk dran, Jürgen, eine neue Jeans gibt es nur billig vom Discounter. Mehr ist nicht drin. Oh, das finde ich ja ein tolles Angebot. 349 Euro für eine Woche Urlaub. Jürgen, du hast kein Geld für Urlaub und außerdem musst du dem Arbeitsmarkt ununterbrochen zur Verfügung stehen. Urlaub ist nicht drin.
Bio für Arme. Gibt es überhaupt genug Arbeitsplätze für alle? Ist es gerecht, dass immer mehr Menschen im Niedriglohnsektor schuften müssen? Ist es nicht an der Zeit, über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachzudenken? Bedeutet Hartz IV letztendlich staatlich organisierte soziale Armut? Verträgt sich das mit dem Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar? Der Regelsatz von Hartz IV, also das Geld, das für den ganzen Monat zur Verfügung steht, beträgt zurzeit für einen Single 359 Euro. Davon gehen monatlich ab Stromkosten, Monatskarte für Bahn und Bus, private Schuldentilgung, Kontogebühren, Versicherungen, Telefon und Internet, sparsamste Handykosten. So, und diese 217,70 Euro müssen reichen für Essen, Trinken, Praxisgebühr, Arzneikosten, Bekleidung, Tierfutter, Dinge des täglichen Bedarfs wie Seife, Toilettenpapier, Zahnpasta und so weiter. Also täglich maximal 7,26 Euro. Da darf dann aber auch nichts dazukommen wie Stromnachzahlungen, defekter Kühlschrank, Tierarztkosten oder. Dann hat man wirklich ein existenzielles Problem. Ich hatte manchmal so das Gefühl, ja, also nur wenn ich völlig irre durch die Gegend laufe, mich nicht mehr artikulieren kann, ja, dann darf ich so leben, wie ich jetzt lebe. Also mit diesem Hintergrund, nicht zu arbeiten und wenig Geld zu haben. Also ich denke, grundsätzlich geht es um Respekt. Es hört sich so banal an, aber es geht um Menschlichkeit und nicht nur um Profit und das ist schade, das geht in unserer Gesellschaft nur um diese Profite meines Erachtens und es ist schade, es geht ganz viel Kraft, ganz viel Kultur, ganz viel Kreativität verloren. Ich möchte nur ich sein, akzeptiert sein in meiner Wertvorstellung und Kreativität, in meiner Heimat, mit anderen Menschen, mit Herzensbildung, an Lebensfreude und Qualität arbeiten. Nur manchmal möchte ich mehr als mehr. Die Hartz-IV-Empfänger sind ausgegrenzt, aber ich glaube, die Unternehmer und die Leute, die in höheren Posten sitzen, sind auch ausgegrenzt oder überhaupt alle, weil sie mehr arbeiten müssen, als sie eigentlich wirklich können, weil sie Angst haben um ihre Jobs, weil sie meinen, sie könnten sich keinen Fehler leisten. Und ich glaube, diese ungerechte Verteilung von Arbeit ist zum Unglück wirklich von allen. Da haben wir doch jetzt viele Politiker schon verloren, die keine Lust mehr haben. Also da wird es eigentlich deutlich. Und ich denke, die sollten sich auch dazu bekennen, also dass diese Art Politik zu machen wirklich für niemanden bekömmlich ist. Wir brauchen was Neues, wir brauchen wirklich neue Strukturen, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen neue Kreativität und wir brauchen, dass wir niemanden rausfallen lassen. Wo bin ich da nur gelandet? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Auto und Urlaub kann ich mir nicht mehr leisten, brauche eine billigere Wohnung. Keine Theaterbesuche mehr, nur noch billiges Essen. Und von Hochzeits- und Geburtstagsfeiern muss ich mich fernhalten und kann kaum noch was mit meinen Kumpels unternehmen. Frauen finden mich nicht sexy. Und ich fühle mich harzig. Das ist doch kein Leben. Herzlich willkommen in der Realität. Siehst du, Jürgen, das ist das, was ich dir die ganze Zeit erklären wollte. Du bist arm. Vielleicht bekommst du irgendwo eine Arbeit. Das ist die einzige Möglichkeit, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Ich wünsche dir viel Glück für deine Zukunft, denn das brauchst du. Also natürlich haben wir auch Mädchen und junge Frauen, die auch Diebstahldelikte haben. Natürlich gibt es das auch. Aber es ist sicher auch immer wieder auch eine Frage von Prioritäten. Ne? Also manche sparen dann an anderen Stellen. Ich denke, die ganzen Folgen, die mit dem Hartz IV verbunden sind und mit dem praktisch unter dem Existenzminimum zu leben, also dermaßen vielfältig negativ sind für die Familien, vor allen Dingen auch für die Kinder und Jugendlichen, dass ich es klasse finden würde, wenn das einfach so angesetzt werden würde, dass da also eine bessere Versorgung auf jeden Fall stattfindet.
Und ich denke, das würde eine ganze Menge Problemlagen, vorausgesetzt man kann es finanzieren, weniger machen. Armut tut weh. Dabei kann es jeden treffen, jeden Tag. Ob durch Unfall, Krankheit, Jobverlust, das Schicksal ist da sehr erfinderisch. Fühl dich nicht zu sicher. Na, mal sehen, wem es morgen trifft. Ene, mene, mu und raus bist du. In der Kanalisation, wo die Ratten wohnen, wo es dunkel ist und dann die Sonne flammelt. In der Kanalisation, wo die Ratten wohnen, wo es dunkel ist und dann die Sonne flammelt. Ich hol ein dickes Seil, um ihn rauszuziehen. Ich schau ihn an, Mann, wie siehst du denn aus? Er sagt, ich wollte grad in die Schule fahren. Ich sage, komm, Lieblingsfriseur, der Friseur schaut ihn an. Mann, wo kommst du denn her? Glitter, hey! Woo! Kanalisation, wo die Ratten wohnen, wo es dunkel ist, ja. Und wann die Sonne vermisst.